und dann wollten wir eventuell noch zusammen, ich mache mir jetzt hier erst noch mal eine Crafting Table. Wo war ich stehen geblieben? Achso, wir wollten eventuell dann noch zusammen Battlefield Bad Company 2 machen. Aber das ging ja nicht bei ihm. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil sein Laptop, den er hatte, jetzt nicht so richtig getaktet hat, sag ich mal. Also das war ja ein Dual Core oder so. Und ich glaube, da ist es dann doch nicht. Und da ist dann, glaube ich, doch nicht so gut, da Bad Company 2 mitzuspielen, weil es dann extrem laggt und vielleicht wäre sein Computer abgestürzt, ich weiß es ja nicht. Und ja, ich hatte mal kurz Standbild jetzt. Ich hasse ja aber, ganz ehrlich. Naja, und auf jeden Fall, ob jetzt noch Bad Company 2 kommen wird, wissen wir nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich muss nochmal das mit dem abklären. Was auf jeden Fall bestehen bleibt, ist Let's Play Together Flight Simulator X. Das wird es auf jeden Fall dann wieder einmal am Tag oder alle 2 Tage in Ferien, vielleicht auch 2 am Tag, mal gucken, muss ich ja nochmal mit ausmachen, wird das geben. Ja, und dann können wir es auch mal so machen, weil ich muss ja immer aufnehmen. Und ich denke mal, wir werden es dann jetzt auch mit dem Flight Simulator X so handhaben, dass einmal er und einmal ich aufnimmt. Weil er konnte ja nicht mit seinem alten PC gleichzeitig spielen und aufnehmen, weil das dann bei ihm extrem geleckt hat und das wollte ich ihn jetzt auch nicht antun. Und ja. So. Ja, ich war mal kurz weg, deswegen hatte ich vorhin mal kurz einen Cut gemacht. Das waren jetzt schon einige Cuts, die ich jetzt schon gemacht habe. In einem Let's Play, glaube ich, hatte ich noch nie so viele. Und ja, wir waren aber stehen geblieben, soweit ich mich noch erinnern kann, weil es jetzt auch schon ein bisschen die Zeit vergangen ist, mit dem Let's Plays, dass wir eventuell noch Bad Company Let's Playen wollen. Beim FSX bleibt es ja, hatte ich ja schon gesagt. Und ja, ich weiß ja nicht, was Julian sonst noch so im Singleplayer oder Multiplayer Let's Playen will. Ich weiß nicht, ob es Heroes in the Sky bleibt. Keine Ahnung, vielleicht macht ihr auch noch ganz andere Spiele. Ich weiß jetzt nicht, was für welche. Vielleicht. Ich weiß nicht, vielleicht Call of Duty oder keine Ahnung. Weil er ja auch mit seinem alten PC eingeschränkt war in der Spielauswahl. Also, Bad Company 2 und so ging da ja gar nicht. Da die Grafikkarte nicht mitgemacht und so, und der Prozessor. Und ja, wir werden es jetzt auf jeden Fall so machen, dass wir dann noch immer so aufnehmen, dass wenn einer zockt, derjenige dann wahrscheinlich auch aufnimmt dabei. Also wir wissen es noch nicht, weil wir haben ja relativ leistungsstarke PCs. Und ja. Weil früher hatten wir immer so gemacht, der eine fliegt, während der andere aufnimmt. Mal gucken. Und ja. Im Flugsimulator X nehme ich ja auch mal mit 90 FPS auf. Hier bei Minecraft nehme ich nur mit 30 auf. Weil, ja, ich sag mal so, bei Minecraft, wenn ich jetzt, ich nehme manchmal auch eine Stunde am Stück auf. Und das wäre dann sonst einfach, wenn ich jetzt mit 120 FPS aufnehmen würde, zu viele Parts. Da hätte ich ja damals, weiß ich, wie viele Parts, die ich dann zusammenschneiden müsste. Und deswegen bleibe ich dann lieber bei dem 30 FPS. Läuft zwar jetzt nicht so fließend, aber ja. Jeden Fall freue ich mich schon drauf, dass dann auch Julian wieder mitkommen wird, weil FSX Zocken mit ihnen hat viel Spaß gemacht und ja. So. Naja, habe ich noch was zuvor dann dabei? Mal gucken. Na, muss ich halt verrottetes Fleisch essen, kann ich jetzt auch nicht ändern. So. Habe ich ihn jetzt schon? Ach, ich habe ja bald wieder 2 Stacks, also von daher ist es jetzt nicht so. Komm, liebe Kuh, bleib stehen. Das freut mich jetzt aber.
Komm her. Bleib stehen, du hast keine Chance. Ein Creeper. Und ja, wer glaubt's, wir haben hier ein Dorf gefunden. Geile Sache, ey. Dass sowas mal in Let's Play geschieht, ist ja eigentlich doch immer sehr zufällig, dass man hier solche Computerdörfer findet. Ja, es ist immer sehr zufällig. Und... Oh. Finde ich nun immer so was Schönes, und das sind dann hier schon wieder die Spinnen und all sowas. Finde ich nicht gut. Nein. Weg. Ich verbarrikadiere mich jetzt hier drinne. Aber jetzt, wo ich mal so drüber nachdenke, hier ist so ein Computerdorf. Das habe ich noch nicht oft gefunden. Da könnte man hier, denke ich mal, auch wirklich was draus machen. Also wenn das hier drinnen noch so ein bisschen restauriert, ein bisschen renoviert und so, das kann durchaus ganz schön werden. Ja, ich werde mir jetzt erstmal hier die Viecher vom Leib reißen. Was extrem belastend ist. Ich weiß ja nicht, was hier alles für Viecher rumlümmeln. Vielleicht werde ich dann auch noch parallel noch hier ein Let's Play dazu machen. Also über dieses Dorf, wie wir dieses Dorf vielleicht noch aufbauen werden, muss ich nochmal mit den anderen drüber reden. Und ja, das war's jetzt so für diesen Part, und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.